So, Messer bei Mama. Nee, das nicht. Das auch nicht. Ja, das. Da fährt schon eine Machete, eine Mini-Machete. Ja. 99, sehr gut. So, da ist er. Ist sie oder ist es? Keine Ahnung. Aber wollen wir es mal auspacken. Übrigens mein helle Temagami. Von einer Frau. Ein Weihnachtsgeschenk. Habe ich jetzt schon 3,5 Jahre. So, ich lese mal vor, was hier drauf steht. Ja? Stabiler und ergonomischer Kunststoffgriff mit Softgrip aus TPR sorgt für eine gute Handlage. Klinge aus rostfreiem beschichtetem Edelstahl. Black Finish. Stabile, feststehende Ausführung inklusive praktischer Schutztasche mit Gürtelschlaufe für den bequemen Transport. Gesamtlänge 36 cm, Klingenlänge 22 cm. Da ist es. Dem würde das, wenn man... Oh, die Beschichtung ist ein bisschen rau. Hört ihr? Ist also nicht glatt. Hergestellt für... Stand aber auch hier drauf. Hergestellt für Vertiket. Blumenstraße 119. Ich muss mal gucken, wer der Blumenstraße 119 ist in Solingen. Seht ihr? Solinger Firma. Solax Sunshine, hatte ich schon mal gesagt, ist eine, könnte man im Handelsregister nachgucken, ist eine Tochterfirma von Bomber. So. Etikett machen wir mal ab. Nicht wirklich gut in der Hand. Ja? Ist nicht allzu schwer. Geht prima als Hackmesser. Da haben sie eine Schleifgabe gemacht, warum auch immer. Naja, damit man weiß, wo man aufhören muss zu schleifen. War mal eine Antwort. Ist hier vorne schwierig zu kontrollieren. Deshalb mache ich zum Beispiel immer mit den Messern, dann drücke ich hier mit dem Daumen der linken Hand nach. Wir haben hier einen schönen Bauch, so wie der Bremen den auch hat. Recurve, schön. 10 Euro, Campingmesser. Ich hätte ja fast schon gesagt Machete. Ja? Haumesser. Aber wiegt nicht viel. Für den einen gut, für den anderen schlecht. Denn ich finde, so ein Haumesser muss schon ein bisschen Gewicht haben. Ja? Aber... Okidoki. Beschichtung. Hat jetzt bei dem bisschen Arbeiten noch nichts abgekriegt. Das hier ist jetzt Abrieb vom Holz.
So. Die Kamera ein bisschen umpositionieren. Die steht scheinbar ein bisschen ungünstig. Ja, so ist besser, ne? Hm? Ob ich damit batonieren kann? Ich kann mit dem besser batonieren, wenn das sein muss. Ist natürlich kein idealer Baton, ist nämlich ein ganz normaler Holzscheit, aber egal. No. Jetzt sehe ich, dass von der Beschichtung was abgeht. Ja? Ist übrigens Hohlschliff, ja? Also kein Scandi oder was auch immer. Das ist ein Hohlschliff, aber egal, wenn man das nicht unbedingt als Food Prep Messer hernehmen will, okay, interessiert es mich nicht, was das jetzt für ein Stahl ist, keine Ahnung, da steht Edelstahl, also halte ich mich da bedeckt. Das könnte 440 A, BC, 1813 MOV, 420er sein, ich weiß es nicht, ist aber auch egal. Das Messer ist nicht unbedingt gemacht dafür, dass ein ganz normaler Messerfreak sich das kauft, sondern das ist eins, da sieht die Frau das im Supermarkt und sagt, oh schau, kauf mein Messer, mein Schatz, ein richtiges Messer, da freut er sich, der gute Kerl ist immer so gut zu mir gewesen, 9 Euro, boah. Schön, danke schön. Hoffentlich kennt er sich nicht mit Messern aus. Dann weiß jeder, dass ein 10 Euro Messer ist. Entschuldigung. Oh, mein Baum gibt den Geist auf, aber ist egal. Ob ich damit Glöckchen machen kann? Natürlich. Lässt du das Holz dazu? Däh. Geht doch. Manko ist wie immer die Scheide. Aber gut, was willst du machen? 10 Euro. Einfach genähter, einfach genähte Lasche mit Druckknopf. Wie? Mal gucken. Ah doch, passt rein. Ja, ja, ja. Also, passt. Wackelt, hat Luft. Das ist okay. Ich sag für einen Zehner. Arsch. Ich weiß, ein Auto für Survival Kit. Aber so steht hier drauf, ideal für Camping und Outdoor, da steht's. Ja, ich würde mich da nicht drauf verlassen, wenn ihr einen Polizisten seht. Das ist ja auch schon als Messer ausgewiesen, dass man dem erzählen kann, der soll eine Machete. Wenn der sich mit Messern auskennt und vielleicht auch mein Kumpel, der Waffenfummler. Der ist Polizist, der kennt sich mit Messern aus. Übrigens, hi Sascha. Der sagt dann auch, hehe, das habe ich auch im Norma gekauft oder wie auch immer. Der ist als Messer ausgewiesen. Geh mal her, Ordnungswidrigkeit, zack. Und schon hast du einen am Sack. Wenn der zu wenig Lametta hier oben hat, dann wird das sowieso haarig. Dann brauchen die das. Also, wenn ihr es benutzt und wollt draußen, lasst euch nicht erwischen. Ich finde es okay. Ich finde überhaupt diese Messer von Norma immer irgendwie, sag mal, für Leute, die wirklich keine Kohle haben, finde ich die gut. Ja. So, das war's für dieses Messer. Ich sag danke fürs Zuschauen und wie immer gilt, tschüss Madiot, schwenkt du, tschüss ab und schwenkt die Kappe.